Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format namens DullyTV News. In dem präsentieren wir euch die besten 5 News rund um Gaming, Medien, Serien, Filme, was auch immer, die uns so bewegt haben und die für euch interessant sein könnten. Starten wir gleich, ihr seht es schon im Hintergrund, mit der 5 Mario Kart. Und zwar kommt Mario Kart Tour auf euer Smartphone. Und zwar wahrscheinlich schon dieses Jahr. Man weiß zwar noch nicht genau wann, aber Nintendo hat gesagt, es kommt zum nächsten Finanzjahr. Das heißt, irgendwas ab März 2018 bis April, Juni 2019. Wir sind gespannt, wie es aussehen wird. Super Mario Run hat uns schon gefallen und ein Mario Kart auf dem iPhone, da haben wir Bock drauf. Und da kommen wir auch schon zu unserer nächsten News. Monster Hunter World. Eine Woche draußen, 2 neue Updates für die PS4 und die Xbox One. Dort wurden unter anderem die Matchmaking-Probleme gelöst, in denen ihr mit euren Freunden nicht richtig zocken konntet, weil ihr rausgeworfen wurdet. Das alles wurde jetzt behoben. Wir wollen mal schauen, ob sich das Ganze auch bewahrheitet, so wie das uns hier vorgetragen wird. Könnt ihr euch gerne anschauen. Die Updates bzw. die Patch Notes sind immer auf der Monster Hunter World Seite zu sehen. Und da kommen wir auch schon zu unserer Nummer 3. Games with Gold, das Programm, bei dem ihr kostenlose Spiele mit eurem Xbox Live Gold-Mitgliedschaft bekommt. Und wir haben ganz viele geile Spiele, auf die ihr euch freuen könnt. Unter anderem Shadow Warrior, das bekommt ihr vom 1.2. bis 28.2. Vom 16.1. bis 15.2. bekommt ihr noch Zombie. Da relativ schnell dabei sein, sonst ist die Chance vertan. Dann haben wir noch eine geile Racing-Action-Variante namens Split Second. Das habt ihr vom 1.2. bis 15.2. auch die Chance, euch zu holen. Und ab der zweiten Hälfte des Februars, nämlich ab dem 16.2. erhaltet ihr Assassin's Creed Chronicles India. Sieht ganz geil aus. Kleines Minigame, kann man mal spielen. Und natürlich der All-Time-Classic Crazy Taxi. Das erhaltet ihr auch vom 16.2. bis zum 18.2. mit eurer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Runterladen, Spaß haben. Und damit kommen wir auch schon zu unserer Nummer 2 aus den News. EA hat verkündet, dass Anthem, dieses geile, wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber schätze mal, dass es Destiny mit Fliegen und geiler Grafik wird, Spiel verschoben wurde. Leider, leider, doch nicht mehr 2018. Das Action-RPG wird sehr wahrscheinlich erst 2019 kommen. Schade. Wir haben uns schon drauf gefreut. Aber mal schauen, was uns die E3 bringt. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr von. Und damit kommen wir auch schon zu unserer 1. Red Dead Redemption 2. Rockstar Games hat via Twitter uns verkündet, dass das Game am 26. Oktober 2018 erscheinen wird. Da hoffen wir mal, dass das nicht wie bei Anthem wieder verschoben wird. Denn wir haben Bock drauf. Ein bisschen mit Fernreiten, ein bisschen Colts, ein bisschen ballern. Wird geil. Geile Story, geile Grafik. Ich glaube, das wird ein richtiger Hit. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt habt ihr das Datum. Und das wären die News von DullyTV für diese Woche. Wir hoffen, da war was dabei, was euch gefallen hat. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir weitere 5 News für euch haben aus der Woche, die man nicht hätte verpassen sollen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, schönen Tag. Bis dann. Ciao.